Ja, du bist gestorben, Mädel. Hulalalala. Und wieder das gleiche. Bams. Arme Allianzflotte. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht allzu oft angucken. Nein, müsste nicht. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Klar, natürlich. Hat auch nie irgendwas anderes erwartet. Von unseren Leutchen. Der ist da oben gerade. Oh. Boah, Mann, Junge, übertreibt doch nicht. Der ist wirklich nur die ganze Zeit übertreiben. Immer mit seinen hässlichen Raketchen. Ah ja. Ja, ich merk schon, ich merk schon. Hat denn hier jemand... nein, hier hat gar nichts jemand. Wo ist er hin? Da ist die Era, da... Achso, ich guck mal auf die Karte am besten. Also ist er gerade oben an der Wand wahrscheinlich gleich. Ich schieße ihm jetzt einfach mal... Ich trete ihn mal die ganze Zeit einfach. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich hoffe es einfach mal. Hi. Nein, wehe. Unfair. Gemein. Nicht korrekt. Ich habe keine Dingens mehr, kann's sein? Ja. Da springt er hin. Wetten? Nein, er springt doch nicht dahin. Hau! Hau, 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 hau. Lass doch mal diesen ekliges Hin- und Hergejumpe-Kram. Auf Zorin bitte. Hier, Überlastung. Da, geht das nicht? Was? Softkill eingeleitet? Ja, leck mich doch. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nein, nicht sterben. Heieiei. Yeah! Woo! Der ist auch platt. Ha! Ja, gib's ihm, Joker. Hey. Glatter Durchschuss, würde ich mal sagen.
Yeah! Ende! Und, was? Oh, scheiße. Los! Der Commander. Wo ist Shepard? Na bitte, hätten wir auch das? Hurra! Also, geil. Und ein Erfolg. Ach, das kenne ich ja gar nicht. Captain? Commander Shepard? Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, Ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Es sind doch nur zwei Schiffe draufgegangen. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten. Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Puh! Ich würde ja jetzt sagen, das liegt nicht bei mir. Aber. Mann, was soll ich denn hier nehmen? Verdammter Mift. Also, Udina wäre ja jetzt die erste Wahl, wenn es ums Können ginge. Deswegen, weil ich bezweifle, dass Anderson große Erfahrung damit hat und ich glaube, der hat auch nicht so einen Bock unbedingt drauf. Und, ja, Anderson wäre halt eigentlich von Freund her und so, aber darum geht's ja nicht. Es geht um die Menschheit und es geht nicht um uns. Also, denke ich, eigentlich liegt's schon bei mir, aber, was soll ich denn nehmen? Na. Das müssen die Politiker klären. Ich stimme dem Commander zu. Das ist viel zu wichtig, um überstürzt zu handeln. Natürlich, Botschafter.
Wir nehmen Ihren Vertreter mit offenen Armen auf, wer immer es auch sein wird. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Die Sovereign war nur die Vorhut. Die Reaper-Flotte wird trotzdem kommen. Hunderte von Schiffen, vielleicht sogar Tausende. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. Und mit diesem wunderbaren Ende geht Shepard in die Geschichte ein und Ende. Ja. Nein, da kommt natürlich noch mehr. Ha! Und zwar Teil 2 und Teil 3.